Neues Jules-Video. Ja, neues Jules-Video. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Wann kam es raus? Am 28. Alter, das ist schon über 2 Wochen her. Es tut mir ein bisschen leid. Jules, mein Lieber, es tut mir... Alter, was zur Hölle? Was? Oh mein Gott. Junge, was sind NT, bitte? Okay, wir gehen rein. 182.000 Likes. Jetzt einer mehr. Auf, rein da, Alter. Das wird ein Film jetzt. Das wird ein Fest. Okay. Ach ja, genau, es geht um Blizzard, ne? Es geht um Blizzard. Ich hab... Sorry. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht viel über Blizzard. Das war nicht Blizzard gerade. Also ich weiß nur Blizzard Activision irgendwie, ne? Die hängen irgendwie so zusammen oder hat irgendwie eins hat das andere irgendwann aufgekauft. Ja. Ist das nicht so? Ich glaube Blizzard ist doch Activision und sowas, ne? Ich kenn nichts außer Overwatch, das war's eigentlich echt. Ich bin sehr gespannt. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. Ein 3-Stunden-Video? Digga, was? 16 times the detail. 16 times the Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Ey, ich habe nie Assassin's Creed gespielt. Ich habe mal ein bisschen einem Kumpel dabei zugeschaut, als er das damals auf seiner, ich glaube, PS4 gespielt hat oder PS3 sogar noch, so lange her auf jeden Fall. So wirklich, das war einige Jahre her. Und ich sag ehrlich, Assassin's Creed sieht eigentlich sehr cool aus, aber boah, ich weiß nicht, irgendwie, es hat einen sehr schlechten Ruf inzwischen, ne? Aber an sich, ich glaube, das wäre eigentlich voll was für mich. So von der Theorie her. Aber mal schauen, vielleicht spiele ich irgendwann mal Assassin's Creed. Here's the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. What? Battle Pass, Battle Oder Pass, was? Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Mickey Mouse in seiner Goth-Phase einfach. Wild, Junge. Nee, also es geht anscheinend in eine ähnliche Richtung wie das Video über, was war es denn nochmal? Über EA. Also das gefällt mir. So ein schöner langer Rant über 1 Stunde 24. Hätte es auch einfach Zerstörung von Blizzard nennen können wahrscheinlich. Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden. Junge, wie trocken er das sagt. Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. Kisten durch die Welt tragen Simulator. Aber das ist doch gar nicht alles Blizzard. Also was hat denn Pokémon damit zu tun? Bung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch, Spielcrash, Error, CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahrzehnten. Statement Alter. 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung. Vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. Digga, Junge, South Park ist so anders einfach. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird 3-mal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe fucking FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Das ist eine gute Frage. $60. Es ist 16 times the details. Wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Ja, das ist halt das Problem. Also man darf auch nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele gute Games. Einfach der Gaming-Markt ist natürlich insgesamt größer geworden so. Und das ist halt oft ein Problem, wenn eine Sache irgendwie zu groß wird, wenn irgendwas zu lukrativ wird und dadurch, dass halt, dann, dadurch, dass man aus Gaming oder aus der Gaming-Branche als Programmierer inzwischen gefühlt viel mehr verdienen kann und solche Games quasi immer profitabler werden und immer mehr verkaufen und sowas, ist natürlich die Verlockung groß, sowas ein bisschen auszuschlachten. Das sieht man ja auch ähnlich in der Musikbranche immer ganz doll. Zum Beispiel halt, was Deutschrap angeht, so. Dass Deutschrap auch immer mehr kommerzialisiert wird. Und da musst du zu jedem Album musst du eine Deluxe-Box rausbringen für 60 Euro, wo ein bisschen Scheiß drin ist und so ein Kack halt, ne? Weil jeder versucht halt, das Maximale an Profit rauszuschlagen. Das ist halt immer schade, weil da geht halt die Kunst dabei verloren. Also sowohl jetzt bei der Musik, als auch bei sowas halt, ne? Hello. Aber warum ist das jetzt ein Rant über die ganze Videospielindustrie gerade? Das ist ja jetzt nicht Blizzard. Oh mein Gott! $100! Bruder. What? Oh, what do you mean? 800% extra value? Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases. Ey! Nicht Clash of Clans, Alter! Mann, imagine, ich glaube echt, wenn Clash of Clans eine Bezahlversion gehabt hätte, ne? Wenn Clash of Clans einfach, imagine, du hättest einmalig 5 Euro, 10 Euro dafür gezahlt, keine Ahnung. Ich meine, es wäre nicht so lukrativ gewesen, ich weiß, sie hätten nicht so viel Gewinn gemacht, wie durch die Lootboxen und durch die Juwelen kaufen. Aber ich sag ehrlich, wenn COC, Clash of Clans, ne, nicht über die Jahre so Pay-to-Win geworden wäre,
das wäre eigentlich so geil. Das wäre eigentlich so geil, aber ich habe es echt die letzten Jahre ein bisschen zu sehr übertrieben. Deswegen irgendwie, ich weiß nicht. Ist es? Gibt es? COC wäre noch spaßiger. Ey, ohne Scheiß, Clash of Clans, so als ich mein erstes Handy hatte, direkt Clash of Clans gezogen. Jo, ich habe das jahrelang gespielt. Ich glaube, ich habe in kein Videospiel, das ist kein Scheiß jetzt, ich glaube, ich habe in kein Videospiel so viel Zeit investiert wie in Clash of Clans. Ohne Spaß jetzt mal. Das, ich glaube, ich meine das echt ernst. So, ich meine, ich habe BOTW, glaube ich, zu 400, 500 Stunden gespielt. Weiß ich nicht. Aber, ey, Clash of Clans, Junge, das habe ich angefangen, als ich so 10 war oder so. So 10, 11, keine Ahnung, als es gerade für Android rausgekommen ist. Digga. Und ich habe es über die Jahre dann mal wieder gelöscht und dann wieder installiert und sowas. Ey, das ist so. Das war addictive, ohne dass ich jemals was gekauft habe darin. Ich habe nie Juwelen gekauft. Eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Ich wusste gar nicht, dass es Blizzard war. Ich dachte, EA ist echt schlimmer. Aber okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht am Leben und drei College-Typen entschieden. Hä, ich dachte, Jules ist 36. Sich dazu eine Firma mit dem Namen Silicon and Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000. Aber hat sich eigentlich kurz hier selbst reingepackt? 90. Ich war noch nicht am Leben. Nee, hat er nicht, es war Lightning McQueen. Ich dachte kurz, Jules hat sich selbst draufgepackt. Ich war gar nicht mehr sicher. Synapse zu gründen. Ich dachte, oh mein Gott, Jules in einem Jules-Video zu sehen, das wäre ja ganz komisch einfach. Um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. Zwei Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Welcome back to Let's Play Lost Vikings. Dieser Viking ja, kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Ich sag ehrlich, das sieht ganz cool aus. Ich sag ehrlich, das Spiel sieht cool aus. Ich weiß nicht. Ich kenne das nicht. Kennt man das? Dann merkten die drei College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, Bruder, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ich wollte gerade sagen, Blizzard ist jetzt auch nicht der allerkreativste Name, ne? Ja, tatsächlich, genau so entstand Blizzard Entertainment. Durch die mittlerweile paar mehr Leute im... Was ist Blizzard genau? Schneesturm, ne? Schneesturm, kann man das so übersetzen? Dem können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem... Warte, ist das eine Vorlage von WoW gewesen? Damals noch sehr revolutionärem Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Ey, ich sag euch ehrlich, ich wusste nicht, dass Warcraft so eine Serie ist einfach, dass es da so viele Teile von gab. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K-CGI-Cinematics. Guards! Warte mal, wisst ihr, woran mich das erinnert? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Passt mal auf, Guys. Erinnert mich hieran. Zeigt ihr, was ich meine? Habt ihr die Differenz gesehen? Die Ähnlichkeit gesehen? Habt ihr es gesehen? Durch dieses. Nochmal. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Ah, lol. Good. Digga, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe viel zu wenig Ahnung davon. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe zu wenig Ahnung davon. I'm sorry. Look. Diablo Sauce, Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. Ich weiß nicht mal, wie Diablo funktioniert, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es viele Teile davon gibt und dass das immer noch existiert. Es soll Diablo der Teufel sein? Scheißegal eigentlich. Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte Einkauf, Urlaub nehmen und Diablo genießen. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt. Was hat die Kuh da gerade? Die moonwalkende Kuh da zu suchen gehabt? Tief im Internet kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig. Ah, die haben richtig.
Witzig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuh-Level kommt. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Ich liebe dieses Meme. Es wurde mir in einem Traum prognostiziert. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche... Junge, das Pentagramm hier oben. ...Screenshots über das besagte Level rum. Ich habe gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und Digga, aber ich würde mir sowas wünschen, dass das Spieleentwickler so, sich sowas mal wieder trauen. Also ich meine, das war jetzt nicht echt in dem Fall. Aber ich würde echt gerne mal sehen, dass sowas wirklich gemacht wird. Also, weil manchmal gibt es ja in so Spielen so ganz random versteckte Secrets oder halt so eine Kacke. Ich finde sowas voll geil, auch wenn man es selbst nicht finden kann und halt nur über das Internet findet. Aber ja, sowas spricht sich halt heutzutage leider viel zu schnell rum. So, damals waren Gerüchte halt einfach geiler, weil du nicht einfach überall auf YouTube nachgucken konntest, ob das stimmt. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, welche von den drei Kühen ist das? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich habe es gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Kriegs ich erkenne wieder nicht, was es ist. Mit all seiner Pracht. Ist da. Ich kenn's nicht. Ich sag lieber gar nichts. Wurde aber auch Zeit. StarCraft. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. Und dann erschien zwei. Ey, was mir jetzt schon auffällt nach 6 Minuten, 6 Minuten ist nicht mal gerade so kurz, aber was mir jetzt schon auffällt, er geht diesmal ein bisschen mehr auf so längere Memes und ist nicht jede Sekunde und hier noch bam und so viele Effekte, so viele tausend Ebenen übereinander, sondern einfach ein Meme ein bisschen länger gezogen und ich find's großartig. So, ich glaube, das brauchst du auch bei der Länge, sonst kriegst du einen kompletten Kollaps einfach. 2 Jahre später, Diablo 2. Und dieses Payphone-Meme ist so lustig einfach. Und dann erschien 2 Jahre später, Diablo 2. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man... Ernsthaft? LOL, was? ...einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. What? Wie geil! Davon Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Kuh-Level, nur mit bunten Farben. Was zur Hölle? War das gerade echt an Mario angelehnt? Diablo 2. Aber als ob die das wirklich machen, wie geil, das ist ja voll nice sowas. 2 gab es Jahre später dann auch ein Kuh. Aber wie weird sieht das bitte aus, Alter? Das ist, also ist doch nicht echt gerade, oder, was er da zeigt? Kuh-Level, nur mit bunten Farben. Digga, das sieht echt einfach wie Mario aus. Das sieht einfach 1:1 wie die Lakito-Wolke aus. Haben riesigen Teddys und Einhörnern. Ist das, echt, oder was? Was? Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich seit Wochen. Digga. Nach dem Level. The Secret Cow Level. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Cow Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele. Bullshit. Bullshit. Aber wie geil, dass die Entwickler einfach auf so Gerüchte eingehen, die sich im Internet verbreitet haben. So, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, das würde leider Nintendo gar nicht mehr machen. Oder haben die es jemals gemacht, sowas? So generell mal ein bisschen irgendwie auf sowas hören oder keine Ahnung. So ein bestes Beispiel ist ja eigentlich, keine Ahnung, die Belohnung für alle Crocs in TOTK versus die Belohnung für alle Crocs in BOTW. Es ist zweimal genau das Gleiche und sie haben nicht mal irgendwie eine kleine Anspielung darin verpackt. Die einzige Änderung ist, dass Maronos Scheißhaufen jetzt eine Etage mehr hat quasi. Also der Scheißhaufen ist ein bisschen größer. Aber die haben nicht mal irgendwie eine Textbox versteckt. Von wegen so irgendwas Lustiges, um ein bisschen den Spiel auf die Schippe zu nehmen. Gar nichts einfach, um irgendwie darauf anzuspielen, dass man sich im BOTW schon so krass verarscht gefühlt hat. Gar nichts einfach. Sie droppen es einfach so, ja, hier, bitteschön. Fick dich, nochmal. So, das ist so, weiß ich nicht. Ich fände es viel geiler, wenn sie da einfach ein bisschen drauf eingehen würden. Oder da halt quasi ein bisschen auf die Fans hören würden. Es muss jetzt keine krasse Belohnung sein, aber zumindest mit den Fans, mit den Gefühlen der Fans ein bisschen spielen. Und nicht einfach das genaue Gleiche nochmal. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann doch was machen mit Maronus in TOTK. Ja, okay, du kannst in TOTK Maronus nochmal die BOTW-Tänze lassen, tanzen lassen. Aber das ist halt, das zähle ich jetzt nicht dazu, würde ich sagen. Das ist halt Quatsch irgendwie. Und ich fände es geil, wenn sie halt in solchen Fällen irgendwie ein bisschen mehr auf die Fans hören würden und
keine Ahnung, dass ich so ein bisschen noch Inspiration herholen. Das macht, glaube ich, Sega ja ganz gerne. Also es gibt ja ein paar Sonic-Spiele, glaube ich, die teilweise von Entwicklerteams, also von Privatentwicklern, von Moddern und sowas mitentwickelt wurden. Oder wo quasi sich die Ideen davon genommen wurden. Aber Nintendo würde das ja niemals zugeben. Das Einzige, was sie, glaube ich, mal gemacht haben, merkt man ja jetzt, wie gesagt, in Mario Wonder ganz toll, dass einige Inspirationen durch Mario Maker gekommen sind. Weil Mario Maker halt einfach neue Trends gesetzt hat mit so, ja, ob das jetzt Musiklevel waren oder ob das jetzt so kleine Challenge-Räume waren. Sowas haben sie sich halt teilweise abgeschaut, auf jeden Fall. Aber das ist auch in Ordnung. Aber auch das ist halt so, ja, durch die Blume hinweg. Wisst ihr, wie ich meine? Überhaupt nichts mit Blizzard. Ja, Sonic Mania, stimmt, Sonic Mania, genau, Sonic Mania. Einmal cooler, wir sind's die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Cool-Level. Ja. This is like the secret cow level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu träumen. Und so ist das Spiel krass. Für viele Menschen auch heute noch. Eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Ah, natürlich kommt WoW, klar. Ja, ja. He shits himself. I just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. Das Video, ah nein, es ist. Ja, Legende dieses Video, kennt man. Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder. Ich schwöre, daran erkennt man richtige Nerds einfach, dass Nerds, also solche diese Art von Nerds, wisst ihr, wie ich meine? Dass diese Art von Nerds, die können millionenschwer sein, die können Milliardäre sein sogar. Aber die sind irgendwie immer noch Nerds einfach. Also die sehen immer irgendwie noch genau aus wie früher. Und checkt ihr, wie ich meine? Man sieht es einfach denen irgendwie an, dass das also irgendwie auf eine positive Art Geld, die nicht verändert hat. Keine Ahnung, dass sie immer noch die gleichen abgeranzten Klamotten tragen und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Und immer noch keinen Style haben und immer noch, keine Ahnung, rumlaufen wie komische Studenten-Nerds einfach. Das sieht man manchmal so oft. Also das sieht man bei solchen Entwicklern so oft. Kennt die Spiele von Blizzard und die Leute. Beste Beschreibung, die auf dich zutrifft. Warum denn auf mich bitte? Nee. Das stört sich bestimmt nicht. Ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! Butthole and the pussy are so close together. Papa, kurz. World of Warcraft, baby! Yeah! Das ist doch nicht Joe Rogan, oder? Butthole and the pussy are so close. Warte, ich check's grad nicht. Warum Joe Rogan? Together. My nipples are all hard. Platz von deinem Kopf. War das Joe Rogan eben? Nein, oder? Also ich weiß nicht genau, wie der Junge aussah, aber WTF. Die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, Bruder. Ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Ich weiß nicht mal genau, wie WoW ehrlich gesagt funktioniert. Sag ich euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also gibt es nur einen Online-Modus oder kann man das auch irgendwie offline spielen und keine Ahnung, warum hält sich das Spiel seit 3 Millionen Jahren am Leben? Ich weiß nichts darüber einfach. Ich glaube auch, das war Joe Rogan, aber WTF einfach. Also, ich hätte ihn überhaupt nicht erkannt, ehrlich gesagt. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Online, ist nur online. WoW ist verwirrend, okay, krass. Aber weird, ne? Man spielt ein Online-Spiel und alle haben trotzdem vom Laden angestanden, um sie es physisch zu kaufen. Ich habe noch nie ein Spiel physisch gekauft, was ich danach. Ne? Also von danach ein Online-Spiel, das ist irgendwie voll komisch. Moni. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WoW-No-Life herumschlagen mussten. Mom! Schlüssel! Digga. Junge, South Park wirklich, ne? Ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch Bruder. Wunderbar cosplayen lässt. Ja. Den Fakt, dass was zur Hölle einfach 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder. What? Warum denn WoW bitte? Also bei Shootern, bei so CS:GO, okay, also ja, da geht's halt wirklich nur um Leute abknallen, okay. Aber das, naja, also das ist doch Strategie, keine Ahnung. Also natürlich ist keine Ahnung, irgendwie CS:GO auch Strategie und Shooter auch so, aber ich hätte viel eher jetzt an Shooter gedacht anstatt an so
keine Ahnung, so Fantasy-Games, keine Ahnung. Unabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als... Ja, das ist true. So sieht der average WoW-Spiel aus, das ist richtig. Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. Warum hat er sich auf den Beitrag eingelassen, Alter? 3 Stunden am Tag. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der norwegische... Ich wollte gerade sagen, dass LOL doch mindestens genauso schlimm wie WoW. 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level-30-Jäger wusste, dass man sich... Oh nein. Und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level-30-Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Hat das gestimmt? Oh, Kurva. Oh, Kurva. Hä, Kameramann stirbt nie. Kameramann stirbt nie. 2005 kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft! Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Rata. Er ist zu stark. Also den? Dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem, Alter, konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen und... Ehrenlos. Das, da wird's ehrenlos. Ich dachte mir gerade, warum geht er so lange darauf ein? Was ist daran so spezifisch interessant? Diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt. Alter. Und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Sterben? Das Ende ist nah. Wir sind... Alter, was? Die Außerwelt! Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab... Aber was heißt denn Stadt? Also wie, ich verstehe überhaupt nicht, wie das funktioniert. Also wie groß ist denn dieses Spiel und was passiert, wenn man offline geht? Und es ist so... I'm sorry, ich bin richtig lost, was das angeht. Die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleib! Und was passiert überhaupt, wenn man stirbt? Was ist dann? WoW, eigene Welt, komplett anderes Universum. Egal, komm, ich glaube, wir müssen es gar nicht verstehen, passt schon. Weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken. Nachdem ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Gib frei, das Super-X! Verbreitet es auf Leute, auf dem Dach! Eieiei. Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht... Aber die Frage ist viel eher, warum hat Blizzard das zugelassen? Also warum wollten die denn, dass sowas passiert? Es war doch klar, dass es passieren wird, wenn du es aus dem Bossraum rausnehmen kannst, quasi die Seuche. Oder war das einfach ein Bug von vornherein? Ich hab doch keine Ahnung, ey. Und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft. Das war ein Bug, okay. Aber als ob sie es nicht rausgepatcht haben, WTF? Wäre das nicht irgendwie einfach gewesen? Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of... Nee, Digga, komm, als ob das in den Nachrichten war. Was ist das denn? Happen if a real epidemic erupted across the globe. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Ja, ja. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ach komm schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später... Okay, alles gut. Ach Mann, ey. Nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? War sie...
Wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief? Und dann gibt es noch dieses Video hier. Ich wollte jetzt aber fragen, ist das aber so sinnvoll? Ich frage mich gerade wirklich, ist das so sinnvoll, daraus irgendwelche Ergebnisse zu ziehen? Weil in einem Spiel trollst du ja einfach, aber in Real Life trollst du ja nicht so sehr wie in Videospielen. Also wenn du wirklich krank bist, denkst du, okay, ja, YOLO, ich sterbe jetzt eh gleich so, anstatt dass du versuchst, weil kann man daraus irgendwas ziehen? Irgendwelche Infos? Leroy! Kommt, ah, okay, nice, dann kommt das jetzt, das kenne ich natürlich. Das ist so, weiß ich nicht, ob ich daraus irgendwelche Ergebnisse ziehen wollen würde. Zierte Jäger schreiend auf den Ork zulief. Und dann gibt es noch dieses Video hier. Ready, guys? Let's do this. Leroy! Ja. Dragons! Oh my god, he just ran in. God damn it, Leroy! Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Und die Views explodierten. Ich muss sagen, Jenkins Legende. Wurde zu einem Star. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Digga, warum? Als ob das so auf den Nachrichten war. Junge, wie findet man sowas überhaupt alles? Das ist, davor habe ich fast am meisten Respekt, sodass er zu jedem Thema so viel recherchieren kann einfach. Also, dann geht es um dieses eine Video und er findet einfach so, einfach aus den Nachrichten irgendwelche Beiträge dazu. WTF? Und auch so alles auf die Musik zu schneiden und sowas und dann so einen Remix draus zu machen, ey, das ist auch immer, das ist Arbeit, das ist echt viel Arbeit. Jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Die Leute haben plötzlich angefangen, durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegt dann nonstop Nachrichten wie, oh mein Gott, bist du der Echte? Oder, oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen wollten. Police are on the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Oh, unangenehm. Unangenehm. Und dann ist das... Nee, das hättest du echt nicht noch länger ziehen müssen, als es sowieso schon war. Meme fürs Erste ausgestorben und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt, Leben, du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Eine Convention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Ich hoffe, er kommt noch auf Overwatch zu sprechen, da kann ich ein bisschen mitreden wenigstens, weil hier ist gerade einfach nur so, okay, ich guck zu und genieße, okay. Was hat das mit irgendwas zu tun? Wo große Neuerungen angekündigt werden. Sexmod, Digga. Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt. Ja, das ist Overwatch. Ja, das ist das Geilste. Ich weiß gar nicht, wie es, wie heißt der da nochmal? Wie heißt der Skin? Löwenherz oder sowas? Ah, der ist geil. Der ist geil. Das ist einer der besten Skins sind für Reinhardt. And Reinhardt. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Ork aus World of Warcraft stehst. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft Lore hinwies. Das ist so. Actually, ich habe hier einen Vortrag geschrieben, das ist inconsistent, da habt ihr einen Fehler gemacht. Hello? I just finished reading The Shattering yesterday. Alter, das ist... Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Oh, Digga.
Ihr scheiß Nerds, Alter. Der Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. My question is, der ist der Endboss, ja, Mann. Here is about Illyria and Terralian. Hat er also jedes Jahr ein rotes Shirt getragen, wobei es kann sein, dass das gar nicht gewechselt hat. We survived. Red Shirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Redshirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre. Was? Nein, komm schon, Alter. Und dann noch mehr Expansions rausgebracht. Und mit wirklich. Oh, Karambe. Jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken. Und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig. Und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever. Das haben die jetzt mit Fortnite gemacht, ne? Dass irgendwie die Season 1 zurückgebracht wird. Ich verstehe bis heute nicht genau, was das bedeuten soll. Aber irgendwie, also die alte Map wurde quasi zurückgebracht und alte Waffen und sowas, verstehe ich das richtig? Das ist echt eine coole Idee, aber juckt es? Also ist es wirklich so geil, wie der Hype jetzt gerade darum ist, oder ist es auch sehr schnell wieder vorbei gewesen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Thought about adding servers for previous expansions as they were then. No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. Ich wollte gerade sagen, sagt das nicht Hardcore-Fans. Also so Die-Hard-Fans, die machen jeden Scheiß, Digga. Guck mal, das zeigt doch schon, was für kranke Mods teilweise entwickelt werden, die natürlich sich vom Originalspiel unterscheiden. Man merkt, okay, es sind Mods. Aber allein so Sachen wie der. Wie das, also ich glaube, wie gesagt, ich rede immer nur über Nintendo-Beispiele, weil ich kenne nicht so viel aus dem Gaming-Bereich. Und, aber guckt euch mal an, dass einfach irgendwelche Fans es geschafft haben, einen BOTW-Multiplayer zu entwickeln. Ein Singleplayer-Game, was keine Online-Funktion hat, hat einen Multiplayer gekriegt, einen Online-Multiplayer, was mit externen Programmen und so einer Scheiße funktioniert. Oder genau das gleiche mit Mario Odyssey. Wie krank ist sowas denn bitte? Das ist einfach von null auf. Es ist nicht mal, dass das irgendwie reingemoddet wurde, so keine Ahnung, irgendwelche Modelle überarbeitet. Also, keine Ahnung, es ist nicht einfach eine ganz normale Mod, wie das irgendwie eine Fähigkeit stärker gemacht wurde oder irgendwelche, keine Ahnung, Parameter angepasst. So, nein, da wurde was komplett Neues entwickelt. Wie krank ist sowas denn bitte? Also, man darf Fans oder, ja, so Modder eines Spiels nicht unterschätzen. You think you do, but you don't. Alter. You think you do, but you don't. Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals eurer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, good guy. Warum Gay Games, hä? Bei Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten. Und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden. Ja, da werden sie langsam uncool. Erst bringen die halt so Aktionen. Ja, ich verstehe schon, ne? Erst fangen die halt quasi an. Ja, komm, wir machen das Cow-Level jetzt und wir bringen das als Insider zurück, weil ihr es so lustig fandet und so. Und ja, ne, quasi auf die Fanwünsche eingehen und so Fanservice betreiben einfach. Und dann, ja, dann klagen wir einfach gegen so einen Shit, weil wir selbst zu faul sind, irgendwas umzusetzen. Gamer macht natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Alter. Fuck you, Blizzard. Blizzard chose greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. Das geht That's hart, Alter. To say goodbye to this server. You wanna know why that doesn't happen in retail? Cause it fucking. Wer ist er nochmal? Er hat doch auch ein paar Memes und so, ne? Man kennt ihn aus ein paar Memes auf jeden Fall. Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick. Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. Classic. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you ja, aber, ist das so, weil Jules gerade so gesagt hat, dass es ja paar Zeilen ändern und sowas. Ich weiß nicht, ob das so einfach gewesen ist, wirklich. Aber keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein Programmierer, ich bin kein Developer und ich möchte es auch nicht sein. You think that you want this, and I think maybe that you do. Ja. Der Chat, ne? Der Chat wieder. Geil. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen. Die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen.
Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. So lange schon her, ja? Ist schon. Die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem... Wait, was? Die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund... Warum ist das überhaupt... Ist das fucking Nicki Minaj? Ist das also wirklich... Ja, ist es wirklich, Alter. Warum gibt's einen Nicki Minaj-Skin? Call of Duty in den Ab... Wie viele... Was? COD League, okay, irgendwie so 10 Teile davon. Modern Warfare 1 und 2, ja. Noch mehr League, nochmal Modern Warfare 2, aber irgendwie Call of Duty Warzone. Digga, was? Wie viele Games sind das? Oder wie viele Add-ons sind das? Was zur Hölle? Abgrundtreiben und... Alles DLCs, aber Digga, wie viele DLCs gibt es denn da bitte? Selbst das ist ja mega krank. Einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangt. With Homelander and fucking Snoop Dogg and there's a cat operator is, oh my god. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal gibt es Werbung. Oh, Placement! Alter, nach 19 Minuten, Respekt, dass sie das durchgehen lassen. Ey, die allermeisten Placement-Partner wollen immer erst Placement direkt am Anfang haben, aber hier nach 19 Minuten, das ist... Okay, aber gut, Jules ist absolut in der Machtposition, er kann machen, was er will. Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo. Hat er die gerade gedisst, damit dass es mega weit unten ist? Hat er sie gerade damit gedisst, dass es mega weit unten ist, oder? Kam. Hallo, ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst deinen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, 5 schwarze Panzer gegen mich, ich glaube. Ja, okay, das ändert nicht mal sein, ich hab's davor schon gecheckt. Ich hab die falsche Version runtergeladen. Oder im Nahkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern. Wir lassen durchlaufen. Time fürs Griefen gebannt. Bruder! Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. My name is Optimus Prime. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprengen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper? Oh, man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein... Crusader MK2 Tank, aber dafür müsstest du dir War Thunder runterladen. Scheiße, natürlich laufen lassen. Komplett umsonst und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, PlayStation oder einem Schwangerschaftstest und durch meinen Download-Link. Hat er den schon mal gebracht? Den Joke hat er schon mal gebracht, oder? Ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Es gibt ein Damage X-Ray System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge. Digga, er zieht die Funktion ja so ins Lächerliche. Bruder, wie lassen die das durchgehen? Sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung, Ende. Also wir haben zwei... Bruder, er hat die nur auf die Schippe genommen. Digga, das war eine Beleidigung, der hat doch nur Hops genommen gerade. 2008, Blizzard ist jetzt Blizzard, Bruder. Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Well, we're now the largest, most profitable video game software company in the world. Legenden besagen... Ja, aber die profitabelste oder rentabelste, die gewinnreichste... Videospielfirma, also es ist ja nicht, heißt es ja kein Flex, es ist ja nicht, dass du automatisch die Beste bist. So, würde man vielleicht erstmal denken, aber wenn man sich halt anguckt, ja, ne, wie Gaming heute ausgeschlachtet wird, ja, dann weißt du halt, okay, heißt jetzt nicht zwangsweise, dass ihr auch die meiste Qualität, die besten Games bietet, ne? Muss man ganz klar so sagen. Dass wenn man. Ist es nicht so nice? Nicht so der nice CEO oder. Böser Businessmensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gern als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten. Einfach statt Hitler, Junge. Einfach statt Hitler ihn so. Boah, das ist übel. Und lichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006. Ja, damit gewinnst du Gamer für dich auf jeden Fall. Ist außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lass dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt... Das war nicht Hitler? Oh, ich dachte tatsächlich in... Als ob in Wolfenstein der Dings, der Endboss nicht Hitler ist. Ich habe aber keine Ahnung davon. Also ich weiß nur, dass es irgendwie um... Geht es nur um den Zweiten Weltkrieg oder ist es nur in einem Teil geht es um den Zweiten Weltkrieg? Das war General Totenkopf. Ah!
Ah, General Totenkopf. Ah, okay, okay. Die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt. Dann nein. Zeigt werden unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fegt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ja, genau das halt im Prinzip. Kaum erwarten, Präsident Obama im Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wird der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Michael, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Aber ich dachte, Diablo 3 war noch gut. Ich dachte, Diablo 3 war noch gut. So wie das... Oder... Okay, keine Ahnung. Die ganze 4 volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. This is Digga, was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo fahren die überhaupt hin? Das ist so... Wo fahren die hin? Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablos Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Alter, was zur Hölle? Die Leute waren bereit. War gut, ja, okay. Zeigten sie auch. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real-Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here. I got Pringles and I got Pringles, an extra keyboard in case I have to smash. Hast du auch einen Baum, den du mal umarmen kannst oder so? A couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. Ganz ehrlich, sag mal ganz ehrlich jetzt was, ne? Bei solchen Momenten hier, ich habe mir nur Snacks besorgt, die ich mit einer Hand essen kann, damit ich weiter zocken kann währenddessen, damit ich hier Tage durchmachen kann. Ich habe hier Flaschen, in die ich reinpissen kann. Ich habe jetzt mal Real Talk. Ich habe diesen Gedanken so ein Hardcore Gamer zu sein, einfach Kanashimi. Ich hab diesen Gedanken so ein Hardcore-Gamer zu sein, der sein PC nicht verlässt, der alles nur Scheiße in sich reinschaut. Boah, hier alles voller Chips, Junge. Ich fand diesen Gedanken mit 10, 11 Jahren schon abstoßend. Und dann so, Junge, komm. You can do better. Ganz im Ernst, was ist los mit dir, Alter? Und es gibt wirklich erwachsene Menschen, Männer hauptsächlich, es gibt erwachsene Männer, die das wirklich machen, die das komplett durchziehen und sich aber nicht fragen, so, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich aus meinem Leben? Okay, gut, egal. 15. Mai 2012. Die Server gingen live. 15. Mai, TOTK Release. TOTK war 12. Mai, sorry, ja. 12. Mai, ja, ich verwechsel das irgendwie immer. Actually, ja, okay, hab ich alle direkt korrigiert, ist in Ordnung. Und eine riesige Horde an mit Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach 4 Jahren... Das ist übrigens genau das Gleiche, nicht mal nur auf Zocken bezogen, sondern auch so, ja, Digga, lass mal die Nacht auf Energy durchmachen, so... Bah! Geh mal Zähne putzen, Junge. Das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß auch nicht. In das Spiel einzulassen. Sorry, kein wahrer Gamer. Gut, ich wollte gerade sagen, Kellen, und ich dachte, Alter, schon. Hier der Goggins-Fanboy, der auf Motivation macht und so, ja, ich bin ein True Gamer. So, nein, Alter. Das will ich nicht mit Gaming assoziieren. Das sind einfach Freaks. Das sind einfach Freaks, die sehr ungesund leben und die echt mal wieder rausgehen sollten. Das ist es. Einfach kurz wieder Stoßlüften, ganz ehrlich. Loggen. Alter, krass. Junge, was ein Hype, ne? Was ein Hype. Versuchten es. Was war der größte Release-Hype für ein Videospiel? Ganz im Ernst. Was war so der größte Hype für ein Release von so einem Game? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Halo 3? Cyberpunk? Aber ich meine das oft so, dass der Release so zelebriert wurde, so vor Ort quasi. Wisst ihr, wie ich meine?
Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. So viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden. Was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte. Und die gehypten Fans ja. ein Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Ja, das ist immer so bitter sowas, ne? Du willst einfach anfangen und dann gibt's Probleme. So. Das macht die Stimmung so krass kaputt, ne? Execute Error 37. Error 37. Nobody's fucking playing Diablo 3! Error 37! Ja, das ist mega bitter, sowas. Shit, this is bullshit! I pay money, cash, money, dollar, money, cash, money! Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann. 37! What the fuck are the other 36? Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen. Und brauchst was? Im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet. Vor allem, das hat doch wahrscheinlich nur so ein paar Tage bis... paar Stunden gehalten, ne? Und trotzdem wahrscheinlich bis heute legendär oder unter den Fans so sehr bekannt. Um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun, I love it. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man Ingame-Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und... Bruder, was? Das kostet nicht wirklich $250, oder? Alter, was? Ich habe jetzt schon alle seltenen Items... Oder ist es eine Ingame-Währung und das ist, also, oder ist es wirklich, also, US-Dollar? Bruder, nein, komm schon. Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items... Echt Geld. Oh, Digga. ...zu sammeln. Das macht das ganze Spiel kaputt. Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Auf einmal ist, keine Ahnung, YouTuber oder Streamer zu sein, gar nicht mehr so weird zu erklären, ne? Wenn man sowas ist, wenn es sowas gibt einfach. Junge, es wird immer absurder einfach. Was wollte ich sagen gerade? Ich finde es noch okay, wie es in CSGO hat eine ganz große Szene, ne? Mit den Lootboxen. Ich finde es noch okay, wie es da gelöst ist, weil ich glaube, es sind ja nur Skins. Und mega absurd, das ist das gleiche Phänomen wie mit NFTs oder so einer Kacke, da ich nicht verstehe, wie man so viel für so Bildchen ausgeben kann, so viel Geld. Aber da geht es wenigstens nur um Skins. Also du spielst nicht wirklich besser mit besseren Items. Das ist einfach nur eine optische Sache. Das ist okay, das ist fein. Aber, keine Ahnung, wenn es wirklich so um, wenn du dich hochleveln kannst, das ist Pay to Win, das ist scheiße. Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Heiligsblechle! Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Der muss da nochmal reindrücken, ne? No God. Digga, wie random, dass jetzt gerade das Ding aufgreift. Aber es ist immer wieder schön, das Zeit, sich daran zu erinnern. Hearthstone raus. Ein digitales Kartenspiel. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay to win. Ja, es gibt CSGO-Skins, die 1000 Euro wert sind. Ich weiß. Ich hatte sogar auch immer eine meiner Klasse gehabt in der Oberstufe, der auch ein paar Skins hatte, mit denen er sich. Also, der hat die einfach vertickt, so weil er Glück hatte. Und hat sich einfach einen neuen PC gekauft für ein paar 1000 Euro, wo ich mir auch dachte, Digga, was ein Scheiß. Also, warum in the first place hast du überhaupt Geld dafür ausgegeben? Das ist schon dumm, aber gut, du hast Glück gehabt, meinetwegen. So, was ist halt. Das ist so ein Schwachsinn, wirklich. $50 for 3 cards. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und halt immer Face an, das hassen die Gegner. Digga, warum hat er auf seinen Tisch getreten? WTF? Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Was ist los? Was ist los?
Falls mal eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten. Von wem ist League of Legends? Von wem wurde League of Legends entwickelt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich freue mich, wie gesagt, auf Overwatch. Das kommt 2016 raus. Zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportlern. Ich liebe so überzogene Cartoon-Sounds, das ist einfach immer wieder schön. Und YouTube-Channel. Riot Games, okay, Riot. Digga, ich kenne nichts von Riot Games einfach, WTF. Einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Ja, das ist auch gut. Es ist halt auch. Also, ja, es ist halt mutig. Es ist halt mutig. Valorant ist von Riot, ja, okay, stimmt. Ich habe auch mit Valorant nichts am Hut, Alter, ich kenne gar nichts davon. Das ist halt immer schwierig, sich eine Existenz auf einem Videospiel aufzubauen. Ich denke mir schon, es ist mutig, auch eine Existenz auf einer ganzen Plattform aufzubauen, wenn es nur eine ist. Deswegen versuche ich auch mit Twitch nebenbei was zu machen, sondern es ist nicht nur YouTube bei mir und nicht nur einen Kanal vor allem. Und ich versuche das ein bisschen alles so zu spreaden, aber nur ein Spiel, das ist Hardcore. Also es ist halt auch, ja, auch wenn es selten der Fall ist, dass was über Nacht passiert. Kann halt auch passieren, ne? Eigentlich kündigt sich sowas meistens über Jahre an oder über Monate zumindest, dass es immer schlechter läuft und du merkst, okay, die, keine Ahnung, die Audience ist nicht mehr so groß dafür. TOTK, ja, ich bin halt in erster Linie der Zelda-Mann, das stimmt natürlich schon. Aber ich bringe jetzt nicht nur Zelda. Meine miterfolgreichsten Videos sind Mario Odyssey, sind Animal Crossing, so, und ich konzentriere mich nicht vor allem auf das Hauptgame, sondern ich spiele auch Mods und sowas und bin ja eher so der Challenge-Typ, so. Also versuche ich zumindest Stück für Stück mehr zu werden und mich davon zu lösen eben. Ja. Keine Ahnung. Und wie gesagt, auch nicht nur die ganze Gaming-Scheiße. Es ist der Zelda-Meister, nicht der Zelda-Mann. Andersrum. Nicht der Zelda-Meister, ja. Ja, aber Zelda-Meister ist halt schon schwierig, ja, das stimmt schon. Also merkt er jetzt auch gerade selber, so. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so privat euch hier so drüber spreche, aber natürlich, du merkst halt schon, wenn du dich immer nur darauf konzentrierst, weil er kann, also Zelda-Meister kann jetzt wohl kaum anfangen, Videos über Twilight Princess zu machen. Das ist so, das juckt ja niemanden. Also, er muss sich auf das neueste Zelda konzentrieren, aber auch da ist jetzt halt so, ja. Er hat sich mit dem Namen verkalkuliert. Ja, ist halt so. Du kannst halt von dem. Ey, soll ich einfach Tutorialmeister nennen? Tutorialmeister oder Guidemeister. Das wäre halt viel einfacher. Ja, keine Ahnung. Das fuckt ihn ab. Ja, ich verstehe es halt. Du musst halt echt irgendwann was anderes machen, weil du kannst dich nicht nur. So, also nicht zu sehr spezifizieren. Das ist nicht gut. So, man hat es viel leichter. So, Hübi hat es echt gut geschafft, muss man sagen. Hübi hat es richtig, richtig gut geschafft. Weil der inzwischen einfach Videos über fucking Clash of Clans machen kann, über Mobile Games und machen kann, was er will. Und das ist halt nice, wenn du so diese Freiheit hast und die Leute bei dir sowieso alles schauen, weil sie dich feiern als Person und nicht, weil sie dich nur durch dieses eine Spiel kennen. Das ist wichtig. Ja, genau, Kevin sagt's gerade mit Hübi, genau. Domi spielt doch auch nicht nur Nintendo, wo alles so heißt, ja, weil das halt Stück für Stück etabliert hat, aber ihn fuckt das auch ab, dass er Domtendo heißt teilweise. Also, natürlich ist es jetzt ein Name, den er nicht mehr ändern wird, so, weil jeder kennt Domtendo, aber ich glaube, ihn nervt es manchmal auch, dass er halt, ja, das ist, kommt halt irgendwie weird, aber er macht ja sogar Placements für fucking PlayStation-Spiele und so ein Shit einfach, ne? Deswegen, es ist schon okay. Es ist wohl schon okay. Also jetzt nicht, dass die Leute ihn, also man hat es einfach Stück für Stück dann durchetablieren können noch, aber ist halt schon nicht so einfach. Wäre doch nur mal geil kein geblieben. Ja, Mann, das wäre die Lösung gewesen. This game, I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans, though. Ich bin jetzt Vollzeit-League-Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos, by the way. Omega Lord. Fuck you. Ho, 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 motherfucker. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. Nicht so unrealistisch eigentlich. Nicht so unrealistisch. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think.
Money. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Ja, und sie wollten auch sagen, sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds. Jetzt kommt's, ne? To what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen. Es war halt auch krass, es war halt auch richtig, richtig krass, muss ich sagen. Ich habe es gespielt seit 2017, glaube ich, also irgendwie, oder ja, ein paar Monate nach Release. Ich war dabei, als Doomfist gerade dazugekommen ist, war so, glaube ich, der erste neue Held. Da war Doomfist relativ neu oder vielleicht sogar noch gar nicht drin, ich weiß es nicht genau. Aber zu der Zeit bin ich dazu gestoßen. Und ich habe es für 2-3 Jahre richtig aktiv gespielt eigentlich. Overwatch is an incredible achievement, another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. Übrigens der einzige Shooter, den ich jemals gefühlt habe. Ich mag Shooter einfach nicht, aber das ist halt geil gewesen, weil es so schön. Ah, das ist, wie heißt der? Jeff heißt der, ne? Das ist wie nennt man das, Alter? Der Director? Der Chef von Overwatch im Prinzip. Kennt man, ne? Ich weiß nur, dass er Jeff heißt. Seinen Nachnamen kenne ich nicht. Der wurde immer, glaube ich, nur Jeff genannt. Ja, aber XQC, stimmt. Das ist so krass, ne? Das ist so krass, dass XQC eigentlich dadurch groß geworden ist. So, weil heute einfach so gefühlt größter Streamer der Welt. Ja, der ist echt durch Overwatch groß geworden. Das ist heftig. Und Tyler One natürlich. Alter. Game Director, genau. Heroes never. And we're gonna send it back to the desk right now. Cringe, stopp! Beide Teams bestehen. Ich hasse Widowmaker. Ich hasse Widowmaker. Aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank. Bis es gefixt wurde, aber ich finde es eigentlich ganz nice, dass sie es gefixt haben, sage ich euch ehrlich. Weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Fucking switch, dude. You're not doing shit for the team. Es ist Real Talk so. Ich habe immer Pharah gespielt, habe ich schon öfter gemeint, ich war Pharah Main die meiste Zeit über. Ich habe auch für Pharah Goldwaffe. Und ich habe immer auf eine Pocket Mercy gehofft. Also eine Mercy ist Heilerin quasi. Und man ist als Kombination von Pharah, weil die halt fliegen kann, und Mercy, die sich an einen dranheften kann quasi, unbesiegbar. Also wenn du eine Pocket Mercy hast, bist du viel zu stark. Und ich habe immer drauf gehofft, dass ich eine Pocket Mercy habe. Und dann war ich immer das ganze Game dominiert einfach. Can you not play Bastion? Hanzo, will you please swap? Oh, Bastion, Alter. Oh, Bastion, nein. Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten. Eve Girl, Cowboy. Einzigartig. iPhone, ja, die ist scheiße. Wie heißt die nochmal? Echo ist das, ne? Ja, die ist Müll, Alter. Die kam richtig spät erst dazu, aber die ist scheiße. Ein Helden, die man spielen kann. Füße. Okay, Feierabend. Monkey. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert. Ja, aber Genji ist hardcore, Alter. Also wer Genji spielen kann, ist ein Freak. 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Is that a pro Genji? Ja. Es ist der. Ja, Genji ist super schwer zu spielen, aber wenn du den gut kannst, ist es halt eine Maschine. So, aber Genji ist wahrscheinlich einer der schwersten Helden im ganzen Spiel. Eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. Mit Hanzo übrigens genau das gleiche. Hanzo ist der Bruder von Genji, also in der Story quasi so. Und Hanzo ist ein Bogenschütze, so ein Sniper-Bogenschütze. Und auch der wird nur von Leuten gespielt, die ihn eigentlich nicht spielen können und sollten. Aber ja, das ist so. In Valorant Jett und in Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter. Ja, Zenyatta, Alter. Zenyatta ist cool. Hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta is gay. Bastion ist nur ein Roboter, einfach, der mit der extrem komplizierten Metastrategie an einer... Junge, das ist, nein, wirklich Bastion. Ich meine, der wurde irgendwann angepasst. Der wurde irgendwann komplett, also von Grund auf geändert. Aber Bastion war jahrelang die größte und dreisteste Scheiße überhaupt. Du kannst literally dich zu einem Geschütz umformieren. Dann kannst du da nicht mehr laufen. Du bist halt fix an einer Stelle. Sorry. Du bist dann halt fix an einer Stelle. Aber du hast fast unendlich Munition, machst gottlos viel Schaden und kannst dich auch noch gleichzeitig mit Rechtsklick einfach hochheilen. Das ist... Bastion ist so, so unfair einfach. Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Ja, ist Müll. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach Wrecking Ball. Wobei, nicht nur. Er heißt eigentlich, wie heißt er denn eigentlich? Ham, wie heißt er? Ham, fuck, ich hab seinen Namen vergessen. Also Wrecking Ball wird er auch genannt, aber
Der Hamster hat einen Namen an sich. Dieser Charakter ist komplett nutzlos. Oh, Torbjörn ist auch scheiße, Junge. Ist auch scheiße. Dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. Ja, die ist nicht komplett nutzlos, die ist einfach scheiße einfach. Could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has virus. Und über die... Your computer has virus. Diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Porno. Nein. Graphie. Hammond, genau, Hammond heißt er. Als das überhaupt Spieler in den letzten... Ja, was hat er gerade gesagt? Über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spieler in den letzten 5 Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihm. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht er sich wirklich... Solltest du... Oh, Bruder. Ja, das ist auch ein bekanntes Phänomen. Das ist sehr, sehr, sehr viel Overwatch... Hentai, Porn, was auch immer gibt. Zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt. Und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Ich schwöre, wenn Play of the Game best ist, weil ich habe sofort abgeschaltet, ich konnte das nicht sehen. Game. Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. Ja, Jeff Kaplan hat gedacht. From the 1 to the 3. What's up? This is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. Ah, da wurde mal sehr gefeiert, ne? Soweit ich weiß, wurde der mal sehr gefeiert eigentlich. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset and then your PC will light on fire. Based einfach. Wer Hanzo im Competitive spielt, gehört gebannt, Alter. Einen 10 Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Gigachat. Was ist ein Gigachat aber? 10 Stunden? I need healing. Du warst eine Legende. Was eine Legende, Alter. This is Jeff from the Overwatch Team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser sind sie wahrscheinlich, ne? Desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. War klar, Junge. Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. Ist es XQC? Ganz kurz an die, die XQC nicht kennen, Based erstmal. Also ich finde den nicht lustig oder irgendwie unterhaltsam, ich finde den einfach ein bisschen weird so. Damals zu Overwatch-Zeiten gab es ganz lustige Momente, weil der hat auch gut gespielt, ich glaube, der hat meistens Winston gespielt so. Aber ich verstehe nicht, warum der heute so beliebt ist einfach. XQC ist eine Legende? Ich weiß echt nicht, nee. Aber es ist jedenfalls sehr typisch für ihn, dass er einfach übertrieben gibberisch spricht, also einfach halt, dass man ihn nicht verstehen kann. Und das ist jetzt nicht gerade, dass er irgendwas genuschelt hat, so um einen Joke zu machen, sondern nein, wirklich, der redet manchmal wirklich auch so undeutlich, dass du nichts verstehst. Yeah. I've seen some of these documentaries, I'm feeling none of that. Hey, the game government, and no getting the one in the best sample, no getting my 3D. I have no idea what the fuck you're saying. Die nächsten Jahre. Das ist, also, so redet er teilweise in seinen Streams und denkst so, Digga, was redest du da eigentlich? Was hat er gesagt? Kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele, es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Yes! I've been Nee, auf Alter. Einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Okay. Sehr okay, was ist jetzt los auf einmal? Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Ja, weil doch die da irgendwas für... Was? What? Was ist los? Dieser Gestank.
Den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte... Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich noch nie mitgekriegt. ...für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China! China is asshole! Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die... Digga, macht jetzt echt einen Speedrun-Timer oben hin, ich bin gerade sehr verwirrt. Tencent, das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Ja, nee, Tencent ist, die machen Mobile-Games und sowas. Ich glaube, die kopieren auch sehr viel. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch... Nein, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Leisten. So, ich check schon. Also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine Liste mit all den Firmen. Juhu. Best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch, Alter, mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und Events rauskommen. Yep. Das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdicheng? Hey look, stimmt, they're klar. Even building a copy of the Holocaust. Mit okay. Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also wie gesagt, Tencent an sich war mir im Begriff so. Und habe ich mal ein Video drüber gesehen von Simplicissimus vielleicht. Haben die da ein Video drüber gemacht? Ich weiß gar nicht. Aber boah, sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China! Ah! New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Wie diese ganzen South Park-Clips, wo er hatte die alle. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch mal selbst. Aber das ist halt die Frage jetzt. Also, da muss man wirklich, also, dass ich sich so entschieden habe. Oder andererseits, wie krass hoch muss der Druck gewesen sein von Tencent, dass sie sich dem echt gebeugt haben und gesagt haben, okay, wir löschen die VOD und wir feuern die Kommentatoren, obwohl die gar nichts dafür können im Prinzip so. Oder vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber, ne? Warum die so krasse Maßnahmen ergreifen, obwohl ja jeder es schon gesehen hat. Es war ja schon im Internet so. Und es war ja klar, dass es einen Shitstorm dafür geben wird. Da muss man echt überlegen, so Alter, wie viel Kohle stecken die denen zu, dass es sich für die trotzdem am Ende lohnt, diese ganzen Maßnahmen zu ergreifen und sich Tencent quasi zu beugen und das alles zu akzeptieren, was die fordern. Das ist halt schon krank, ne? Weil die sind ja nicht doof, also die wussten ja, dass es da Gegenwind geben wird, so, dass sich da viele Leute drüber aufregen werden und dass es da, es war klar, dass Blizzard dann einen Shitstorm bekommt und die haben es trotzdem gemacht. Das ist krass, Junge. Startete mit dem Hashtag Boycott Blizzard einer der größten Bobby ist geldgeil, das juckt den doch eh nicht. Ja, so leicht darf man aber auch nicht denken, weil wenn du dir auch damit Fans vergraulst, so, dann machst du ja auch Verluste. So. Und schlechte Presse und alles ist ja auch nicht gut. Es geht ja nicht nur darum, dass du Leute aufregst. So, das hat ja auch Konsequenzen. So, also. Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Das meine ich ja. Deswegen, es hat ja in der Hinsicht Konsequenzen, dass es ja echt auch Geld kostet, Blizzard. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Ja, genau! Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. This is me. Team Fortress is back! No!
Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift: Jede Stimme zählt. Mr. King, who have you not bought? That's the real question. Was ist dieses Winnie Pooh-Ding nochmal? Ich hab davon mal gehört, ne? Aber warum ist Winnie Pooh in China gebannt oder irgendwas? Real question. Das hat schon was zu heißen, ja, wenn die von ihrer Couch aufgestanden sind, Alter. Zahlreiche Blizzard-Versionen vom China Tiananmen Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Waschmaschine zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren. Ey, immer diese NPC-Antwort, wie ich das hasse, ne? Ja, das darf nicht so politisch. Ach, halt deine Fresse, das hat nichts mit einer Meinung zu tun, einfach. Celebrating Pride in Overwatch 2. Nein, wir halten uns auf sowas raus, wir sind komplett unpolitisch, ja. Gender fluid, intersex, lesbian, adding a transgender. So, okay, Regenbogenflagge, okay, ja, aber. Gender fluid. Okay, wie viel. Digga, okay. Intersex, lesbian. Bruder, was? Adding a transgender here. I am. Was? Very gay, and I fucking hate this. Ganz nach dem Motto: Es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt. Ja, ist Real Talk so. Das ist denen so scheißegal. Denen ist diese ganze LGBTQ-Sache so scheißegal, aber lässt sich halt gut Geld draus machen. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solution. Moment, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Aber ich verstehe das nicht ganz, hä? Das check ich nicht. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro... Aber, das haben sich die Fans dazu entschieden? Oder haben das die Entwickler gewollt? Nein, das haben die Fans gewollt, oder was? Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Die Fans, ja, okay, ich dachte gerade schon, ich dachte gerade so, hä, das wollten nicht die Entwickler, so, also, weil gesagt, man hat sich darauf geeinigt, dann dachte ich so, okay, die Entwickler haben das wirklich gemacht, so, aber, nee, WTF. Wir müssen etwas tun! Die wollen Mei als Pro-Hongkong-Schild aushängen, um es in China zu bannen. Okay, ja, okay, get it. Die Welt versinkt. Auch wenn, ja, okay, keine Ahnung, mal gucken. Chaos und braucht Helden. Seid ihr dabei? Monkey Flip! Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren. EA! Bis dann Wochen später endlich das erwartete halbherzige Statement! I wanna say a few words. I am sorry. Fuck you. Das Preisgeld wurde zurückgegeben, der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. I want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. Yeah, Big Kev, Alter, ist klar. Ja, Digga, was ein Scheiß. Complete bullshit. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt dir, leidet am meisten? Eigentlich ist es leider gar nicht so lustig. Eigentlich ist es echt leider nicht so lustig, aber es ist halt auf lustig gemacht natürlich. Ihr wisst, ihr kennt Jules halt einfach, ne? Aber eigentlich ist es eigentlich viel zu ernst dafür. Zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt dir, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter. Eieiei.
Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht. Während sich die gefeuert... Ich dachte sogar noch mehr, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt echt gedacht, noch mehr. Aber reicht ja auch, ne? 30 Millionen im Jahr reicht ja auch eigentlich. Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich... Bobby Kotick. No! Ich meine, was zum Teufel will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld? Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen... Was? Zur Jeffrey Epstein-Insel... Okay. Fliegen? Oh, oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen... Geht da echt nicht weiter drauf ein? ...diesen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet. Und ach, Alter, ja. Und selber war der Meinung, dass sich Blizzard... Image reinwaschen, schön schnell wieder Image reinwaschen, das ist so... ...überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? Reddit-Moment. Ja, aber so konsequent sind leider die meisten. Also das ist cool, wenn solche Leute sowas wirklich durchziehen, aber man weiß halt doch, einige knicken dann einfach ein und sagen so, ja komm, ja, aber ist jetzt auch nicht wert, da so einen Protest zu machen. Ja komm, ich will ja auch weiterspielen so, aber... Ja. 20 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return of another title. Yes! Yes! Ist schon geil sowas. It's going to be an exciting new chapter. You can order that today. You can pre-order that today. I will pre-order your mama. Pre-ordered? Lol. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Oh. Und dann kam der Release Day und... Oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr das hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMA. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Oder was zur Hölle? Was geht hier vor? Manche Truppen wurden Junge, was ist das? Und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit... Digga, nein, die haben mich das alte Modell drin gelassen, und oder? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett... Bruder, was? Das kann nicht echt sein. Wie kann man das... Wie geht das überhaupt? ...komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Alter. Die Idee von neuen Sprechern wurde... Warum war da gerade Fuß ASMR? Ich gehe nicht immer zurück. Gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch ein Bein und ihr zittert nicht einmal. Ich starte eine neue... Was? Soll das wirklich ein Stotter erst so ein Effekt sein oder was, weil er friert? Sollte es das sagen? Einem durch ein Bein und ihr zittert nicht einmal. Ich starte... Das ist nicht echt, oder? Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt. Ja, Digga, Chrome ist eine Scheiße. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Ein... Nee, das Stottern war ein Bug. Okay, ich dachte, ich hab gehofft, Alter. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. None of that shit is in the game! Our gold mine has collapsed! Custom games are broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want cash bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Wait, he's not growing up! What?
Warcraft 3 versus Warcraft 3 Reforged. Okay, das Remake. Das ist, wie kann man einen Remake schlechter machen als das Original? Das ist echt bitter. Das ist echt bitter einfach. Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 spielen. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft. Man muss an der Stelle auch nochmal betonen, ne? Weil ich ja jetzt lange nicht mehr drüber geredet hatte, über dieses ganze Editing. So Kleinigkeiten, ne? Muss man einfach ab und zu appreciaten. Er hat hier den kompletten Raum rausgesucht, warum auch immer hier Happy Birthday steht, keine Ahnung. Hier dieser Wolkeneffekt, der ganze Shake dazu, man sieht, ne, es ist einfach überall so viele Details. Hier natürlich Hyde the Pain Herald, der wieder am Ragen ist. Und es ist einfach so viele Ebenen, so viel zusammengefotoshoppt. In jeder Szene steckt so viel Liebe drin. Man darf es nicht vergessen. Das ist bei Jules inzwischen halt Standard, deswegen wird es gar nicht mehr so appreciated, aber das ist halt einfach nur krass. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Digga, warum... Warum gibt es zu allem eine South Park-Episode oder eine Szene? Das gibt's doch nicht. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam das Gewohnte. Es tut uns so leid. Oh, sorry, ne? Ey, echt sorry. Statement. That I'm very sorry and I apologize. That keeping up! Und so. Der Dude hat mal ein Video gemacht, ne? Der hat mir, also das Video war so eine Parodie quasi von YouTuber Entschuldigung, wenn du so vor der Ben Logan Paul so kurz. I'm sorry. So, einfach auf die Art, ne? Und da hat er das einfach perfekt parodiert, das ist so geil. So, Review-Bomben, Leute. Es tut uns so leid. Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game ever. It's a load of donkey poop. Suicide prevention hotline number 800 738255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Wow! Ganz unten auf dem Rang 19.095. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda! Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard. Alter, das ist schon krank. Das ist schon sehr, sehr krank. Dass man so reinscheißen kann. Ich wollte jetzt sagen, so, okay, ne, man kann auch, also jetzt will ich mal gar nicht so unterstellen, dass Jules hier das absichtlich irgendwie irgendwas macht, um zu übertreiben oder, keine Ahnung, um was noch schlechter zu reden, als es tatsächlich ist. Aber natürlich kann man das auch ein bisschen immer überspitzen und sowas, ne, und immer noch extremer darstellen. Aber wenn es wirklich das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten ist, wow, das ist echt eine Leistung. Also das. Crazy. Rang 19.000. Gerade weil das Original ja so beliebt war. 90. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda. Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden. Ja. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ach ja! Natürlich! Das war 21 schon. Klar, das habe ich natürlich mitgekriegt. Das habe ich mitgekriegt, weil. Ehemals McCree aus Overwatch umbenannt wurde in Cassidy. Also das war, weil, also das war das Einzige, was ich mitgekriegt hatte, ehrlich gesagt. Weil der Cowboy, den wir vorhin gesehen hatten, wird es gleich noch erzählen wahrscheinlich. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Eieiei. Wie viel war ich davon nicht? Eins, zwei, drei. Laut der 29-seitigen... Ist auch Wolf of Wall Street, ne? Legende, Alter. Spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen.
was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen. Während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Wie kann sowas so groß werden, ne? Wie kann sowas so... Hier wird man bei Blizzard angestellt. Oh nein, Alter. Oh nein. Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden... Aber wie kann sowas so lang durchgezogen werden? Also wie kann das so eine größere, so große Dimensionen annehmen? Traumjob. Okay, das nicht mehr. Irgendwelche Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten. Einfach, weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Oh, das war edel, Alter. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und... Ist das Sims gewesen, Alter? Es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Oh nein, Alter. Oh nein, Alter. Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht. Die Mitarbeiter bei, auch schon, jetzt geht's um Nintendo, das finde ich gut. Springen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusst... Die Mitarbeiter bei Blizzard sehen einfach aus wie Charaktere aus... WoW oder aus Diablo. Das ist eigentlich cool, sehr authentisch. Wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht, Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten okay, sich ja. Nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Blizzard, are you serious? Must be a dream to work at. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suit, benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen. Kokaina. Die sogenannten... Kennt ihr den Typen? Hot Chicks wurden dafür... Also nicht Bill Cosby, sondern der aus dem Meme gerade, sorry. ...für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. And the women! The women! What? Von ein... Was? Einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Ein Monster! Ja, WTF, Alter. Du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens... Der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Deutschland interessiert. Es gab mehrfach... Junge Rick and Morty. Monster, du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute, auch genannt... Bruder, was zum Fick? Wieso kommt das alles auf einmal ans Tageslicht? Wie kann sowas nicht mal Stück für Stück groß geworden sein? Alles auf einmal! Der Muttermilchdieb. What the fuck? It's so ridiculous. This is disgusting. Gugu Gaga! Gugu Gaga! I want the titty milk. The titty milk. Digga, Homelander auch ganz, ganz anders einfach. 4chan fand die Story gen... War das auch so eines... Ach, egal, scheiß drauf. Genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden, als wäre das... Kann sein, dass 4chan einfach eine schlimmere Version ist von Reddit, in jeglicher Hinsicht? Da ist was dran, oder? Ich glaube, da ist was dran. Ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen, nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Yeah, buddy! Dann kam raus, ah, Ronnie Coleman, die Legende, Alter. Wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. That'll solve everything! Dann kam noch raus, da kommt man doch nicht drum rum, oder? Also wenn du so Dokumente schredderst einfach und es versuchst unter den Teppich zu kehren, nachdem das schon der Fall eröffnet wurde,
Das reiht sich doch nur noch mehr in die Scheiße, oder nicht? Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future and reiterate my conviction to create the most welcoming and inclusive workplace. I am so confident we will get there. Welcoming, inclusive workplace, welcoming and inclusive workplace. Welcoming and inclusive workplace. I am truly grateful. Was zum Fick? Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen. Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut. Und auch vor dem Nochmal. So sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more. Willst du Sex mit mir haben? Also eigentlich zwinge ich dich. Willst du? Na, Spaß. Corporate block. Maybe? Bla, bla, bla. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile: Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Okay, dann. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein Ingame-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy. Ja, genau. Boy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnt. Ah, der hat aber auch die Voice Line ist noch drin. Wie gesagt, weil einer der Mitarbeiter war anscheinend einer, der irgendwie auch Frauen belästigt hat und sowas. Und deswegen wurde, ne, weil der, also McCree wurde quasi nach einem Mitarbeiter benannt und das wurde ihm dann wieder gestrichen, quasi diese Ehre, dass er sich in dem Spiel verewigen durfte. Aber irgendwie sagen immer noch alle McCree gefühlt. Und Entschuldigungsstatement. Wow, this is worthless. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver Ingame-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. WTF. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare... Boah, das tut immer am meisten weh einfach, dass dieses, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, um uns kurz das Image wieder reinzuwaschen. Ja, komm, mach einfach das, so wechselt das ein bisschen aus. Ja, änder hier den Namen. Oh, wir stellen eine Frau ein, die jetzt anscheinend für das Arbeitsklima hier sorgt oder so eine Kacke. Wird schon passen, wird okay sein und das funktioniert halt wirklich. Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren. Welche dafür als Entschädigung eine 200-Dollar-Bet... Nee, Digga, komm, Alter. ...eine Net-Gift-Card in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. 100 Dollar Points have been deposited into your account. Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. And this is Lucio. He is a DJ living in Brazil, so he is a little bit out from the norm. Anna als Dicker wirklich. Nee, echt, das ist also so, Digga, was zum Fick? Ich kann mir nicht vorstellen, wie Jules das so am Skript gesessen hat. Okay, ein falsches Wort und ich werde hier weggecancelt. Aber das, Digga, was zum Fick ist das bitte? Dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat... Ach so, dann quasi... Und was bringt das dann? Also was genau... Es ist also cool, möglichst divers zu sein. Oder das ist so ein Ranking. Du musst also möglichst divers sein, oder was?
Und warum bist du diverser, wenn du eine Frau bist? So, Digga, die Hälfte der Menschen ist weiblich. So, das ergibt keinen Sinn. Was zum Fick? Stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? Ja, wozu vor allem? Also, ja, natürlich ist es Schwachsinn, aber wozu denn vor allem? Okay. Oder Winston. Es ist ein Affe mit Sehschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Dieser Ork hier hat zwei Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Okay. Okay. Hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal. Der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism. We're going competitive. We're going ranked. Ranked, okay, ich dachte es competitive. Schade, aber. I don't care what you think. Make a game and shut the fuck up. Und dann. Ja, das ist der Punkt. Macht einfach gute Spiele und haltet die Fresse. Versucht nicht irgendwie hier. Nee, einfach, wirklich. 2022. Das ist Common Sense, also ich muss überhaupt nicht drüber reden. Es sollte klar sein, was das für ein Schwachsinn ist. 20. Und nach zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel. Sind vielleicht die meisten Videospielhelden Männer. Okay, der Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, aber bei Overwatch doch nicht. Bei Overwatch sind die Hälfte, ungefähr die Hälfte, sind Frauen. Das ist sehr ausgeglichen in Overwatch. Aber den Punkt, okay, da habe ich nicht dran gedacht. Okay, ich dachte jetzt einfach generell, es geht um wenn du mit Menschen vergleichst quasi. Unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah. Ich hab wieder keine Ahnung, was es gehen wird. Ich bin einfach zu sehr raus, wirklich. Ich weiß gar nichts. So many people just waiting outside. This is it. They were waiting all year for this moment. Yeah. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard. Ist das normal, dass man 40 Dollar für einen Livestream zahlt? Ich kenne das nur von, wo ich sehe, ist bei zum Beispiel Mr. Olympia. Wenn ne, wichtigste Bodybuilding-Competition so. Da kenne ich das, dass man da für den Livestream Geld zahlen muss. Beziehungsweise, nein, das stimmt auch nicht. Sondern das läuft nur auf irgendeinem relativ unbekannten amerikanischen Sender, glaube ich, und da zahlst du dort quasi eine Gebühr. Aber das sehe ich, weil generell Bodybuilding kein besonders profitabler Sport ist so. Also da gibt es einfach keine hohen Preisgelder und sowas, weil die Fanbase quasi nicht so groß ist. Bei Fußball ist es ja so, einfach alle Menschen gucken Fußball gefühlt und deswegen sind Fußballspieler so unglaublich reich. Aber so beim Bodybuilding zum Beispiel ist halt so, dass es irgendwie, da gibt es keine hohen Preisgelder und sowas. Du kannst nicht so einfach vom Bodybuilding leben, das geht halt nicht so einfach. Und deswegen, da verstehe ich halt, dass für so Competitions, für Wettbewerbe, halt quasi eine Gebühr verlangt wird, auch wenn du es nur im Stream schaust, damit das irgendwie finanziert werden kann. Aber das, Digga, ihr stellt nur was vor, also komm schon. Titel. BlizzCon! Und ich meine, da sind ja Leute vor Ort, allein das müsste das schon wieder refinanzieren, oder nicht? We love Diablo. Diablo, ja? Der Chat rastet aus, es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte: Mobile devices keep us closer than ever to our friends and loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Nothing brings a family together like slaying demons. Mission failed. We'll get them next time. Die Fragerunde. Ist Diablo 4 ein Mobile-Game gewesen, wirklich? Startet ein paar sinnlose Fragen später und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt sich zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Ist er das? Ist er das wirklich? Der Mann auf der Bühne, deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? fuck.
Okay, ist nicht er. Ich dachte gerade schon, der sieht überhaupt nicht gleich aus wie er. Ich meine, es sind viele Jahre vergangen, aber das ist ja niemals eher so. Fully fledged, Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Drei Typen in roten Okay, Winnie Pooh wieder. Waren komplett. Red Shirt Guy. Red Shirt Guy. The actual Red Shirt Guy. Red Shirt Guy. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. Aua, aua. Aber es war doch klar, was das für ein... Das verstehe ich halt nicht. So, Digga, da sind doch Entwickler dran. Und unter Entwicklern sind doch auch Gamer. Und es sind doch nicht nur alles Anzugträger, die gar nichts mit zu tun haben. So, die Leute haben das doch entwickelt und die wussten doch... Also, es wusste doch ein großes Team lange Zeit, was das werden soll. Hat da niemand gesagt, so, das wird in die Hose gehen, das wird nicht gut. Die wollen kein Mobile-Game. Kommt da keiner drauf? Diablo Immortal Cinematic Trailer. 6 Millionen Aufrufe. Ja, okay. Did you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Don't you guys have phones? Yeah, I got a butthole too! Doesn't mean I want you to have sex with it! Dieser Vergleich, Digga. Thank you. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen Scheiße, war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handy-Spiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad. Ashamed. Zurück zu 2022. Und das Spiel kam raus, mitsamt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailern. Hey, den hab ich gerade gesehen, das habe ich eben gerade gesehen davor, das Video. Delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, удалите это градусов град. And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, блядь. Neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time. And now it targets children for microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Dislikes kann man eh nicht mehr sehen. Ja, aber es gibt halt diese Add-ons. Ich hab's ja gerade eben auch gezeigt. Es gibt doch noch. Man kann es auch noch nachvollziehen. Microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Mit einer Wertung von starken 0.3. I work in mobile. Die haben's nochmal getoppt. What? E-Sports. People are wrong, lol. Mobile E-Sports. Es gibt 21... Mobile E-Sports, Digga. Okay. Sich verschiedene... Ja, gibt es. Weil ich vorhin gesagt habe, Clash of Clans gibt es, ich weiß. Aber, Digga, es kann ja sein, dass es ein gutes Mobile-Game ist, aber es ist halt trotzdem... Also, ist es dieses typische Pay-to-Win mit Microtransactions? Und vor allem, du kannst doch nicht auf... Dann mach ein Spin-Off von Diablo, aber nenn doch nicht einfach den vierten Teil... Wenn es nicht den vierten Teil macht, dann ein Mobile-Game draus. Wie kannst du denn deine Fans so sehr ficken wollen? Ja, der hat die Marketingabteilung ihren Job richtig gut gemacht. Ohne Scheiß, macht ein Spin-Off. Mit Mario Kart Tour hat auch keiner ein Problem gehabt. Wobei, es ist ja sogar ein volles Mario-Game. Aber wenn du siehst, okay, Diablo 1 war krass, 2 war krass, 3 war auch richtig krass. Und dann Diablo 4. Ja, ist fürs Handy. So, Bruder, komm, das ist hart. Es gibt. Ist ein Spin-Off. Aber es heißt doch Diablo 4 oder nicht? Bin ich gerade lost. Hä, hey, hab ich was? Nee, es ist nicht das vierte. Oh, okay, dann habe ich was vertan. Okay, dann, ja gut, aber. Hä? Was ist mit dem vierten Teil? Was war mit dem vierten Teil? Nein, Diablo Immortal. Was ist damit mit dem vierten Teil gewesen? Aber gibt es nicht Diablo 4? Kommt noch. Okay, da kommt noch. Okay, gut, sorry, dann habe ich mich da vertan. Ja, okay, gut. 21 verschiedene Währungen. Der vierte kam letztens raus. Oh, kommt noch. Kam der jetzt raus oder nicht? Ist dieses Jahr raus? Okay, krass. Ja, dieses Jahr kam er. Okay, sorry, dann habe ich mich vertan. Ja, gut, aber dann. Ja. Dann check ich schon, niemand will Mobile Games haben, ist schon richtig so. Aber wenn da ein anderes Entwicklerteam dran arbeitet, dann finde ich immer so, okay, scheiß drauf, keine Ahnung. Wenn die Hauptentwickler währenddessen was anderes machen, finde ich das eigentlich okay. So, das ist ja wie, keine Ahnung, wenn Nintendo Hyrule Warriors ankündigt, dann ist es auch so, ja, okay, juckt mich nicht. Aber ich weiß halt, es sind nicht die Hauptentwickler dran. Das ist ja ein anderes Entwicklerstudio und dann ist so, ja, scheiß drauf. Also die können ja machen, was sie wollen, so. Aber Hauptsache, dadurch verschiebt sich nicht der nächste richtige Teil. Das ist halt das Wichtige eigentlich. Diesem Spiel, für die man fast alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du $110,000 ausgeben. Oder du musst einfach nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schnurrbart! Du bist fällig!
Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig. Wer hat das gemacht? Kalter Tee, geil, war der letzte Schluck, alles gut. Erstmal Teebeutel lutschen, würde ich sagen. War ja gut. Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! Two Legendaries, three, what the f- four! It's $10 to make a clan? What? Hey Leute, willkommen zu meinem Willkommen zu meinem Diablo Immortal. Diablo Immortal. Da, das willst du doch nicht spielen einfach. Man hat doch, das macht doch, ich hab's vorhin schon gesagt, das kannst du nicht oft genug sagen, das macht doch Spiele einfach kaputt. Das willst du dir doch nicht geben. Diablo Immortal. Wow, das Spiel ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. Übrigens auch wieder ein sehr schönes Detail, Moment. Ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich. Seht ihr, wie er konstant so Jack Sparrows Arme ausgeschnitten hat, dass die quasi immer davor sind quasi und nicht, dass diese Schaltfläche einfach, also dass das Bild quasi einfach drüber liegt. Einfach alles ist ausmaskiert, seine Arme die ganze Zeit, obwohl er die so rumwedelt und das voll kompliziert ist eigentlich. Wirklich in der Selbst die Haare, das ist so krass, Junge. Das war eine schöne Detailarbeit. 800% extra value? I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,045%. Es gibt ganze Seiten, auf denen man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. Ich kann das alles nicht mehr. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst, die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebuht und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein total... Erstmal Blizzard-Aktien shorten, würde ich sagen. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard. Doch Diablo Immortal hat bereits nach 2 Monaten $100 Millionen gemacht. Und im ersten Jahr 525 Millionen. Und ist somit nach Pokémon Go das am besten... Ich wollte gerade sagen, nach Pokémon Go, ich dachte schon. ...verkaufte Mobile Game auf dem Markt. Okay, wie kann das sein? Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Hat er wieder Gay-Shit gemacht? Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt... So ein King, dass er wieder Gay-Shit gemacht hat, statt Genshin. Alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus. Ich kann ihr Geld nicht annehmen, Mr. Krabs. Das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es Delfine, die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler. 1-2% ist ganz schön viel. Ich dachte, das sind weniger. Ich kenne persönlich niemanden, der wirklich Geld für sowas ausgibt. Die Wale. Ja. Well, jetzt kennt man auch, gibt es das aus dem Mobile-Game-Bereich, also aus diesem Free-to-Play, Pay-to-Win-Scheiß aus der Ecke? Weil ich kenne es tatsächlich den Aktienmarkt, dass man da auch halt von Whales spricht, also von den paar Großinvestoren, die halt einfach den Kurs absolut in die Höhe schießen lassen, weil die halt, keine Ahnung, gottlos viel Kohle dafür ausgeben. Oder halt so unglaublich viel investieren in irgendeine Aktie. Daher kenne ich das mit Whales. Ein männlicher Buckelbar. Alter, ist das Ding, wie heißt der denn nochmal? Fuck, wie heißt der denn nochmal? Ich hab grad seinen Namen vergessen. Ein männlicher Buckelbar. Ich kenne Leute, die tausende Euros in WOT. Was ist WOT? World of Tanks, ach so, oder Clash Royale gebootet haben. Du kennst Leute. Ach du Scheiße. KSI, ja genau. Ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP killt. Sub-Goal, Digga, er hat 2800 Subs. Das ist Müll, sowas unterstützt sowas nicht. Mach so eine Scheiße nicht. Humpback Whales. I love PvP. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this, I'm perfectly fine. Doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig. Ja. Und Blizzard nutzt das Ganze natürlich schamlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen... Ich meine auch eher, ich verstehe nicht, wie man damit anfangen kann überhaupt.
So in erster Linie. Natürlich, wenn du einmal so gehuckt bist und da so viel Geld reingebuttert hast, dann ist halt die Chance groß, dass du einfach süchtig wirst. Also wirklich so hart süchtig, dass du einfach, keine Ahnung, also wirklich deine Lebensqualität darunter leidet, weil du einfach dein ganzes Geld da reinbutterst. Das gibt es halt. Aber ich rede auch schon davon, wie du überhaupt anfangen kannst, erstmal so ein bisschen da rein zu investieren. Das hat keinen Sinn. Also, ich weiß nicht. Das schreckt mich von vornherein so ab. Ich sehe direkt, okay, so das Game ist free to play, aber eigentlich pay to win. Ja, nee, komm, lass. Das ist dann, ich weiß schon von vornherein, es wird nicht geil, wenn ich kein Geld für ausgebe. Und ich möchte kein Geld ausgeben. Das wollte ich schon als Kind auch nicht. Ich wollte auch nie als 10-jähriger, 11-jähriger Junge Clash of Clans Juwelen kaufen. Das hat sich immer wie Cheaten angefühlt. Also, wenn ich mir gedacht habe, so, nee, das wäre ja unfair. Das wäre ja nicht verdient, einfach so da. Sehr ironisch eigentlich, ne, weil gerade dafür musste ich ja Geld verdienen im Prinzip so. Aber es war halt irgendwie, ich habe mir gedacht, so, das ist Schwachsinn. Nicht mal aus Angst, da in so eine Sucht zu rutschen, überhaupt nicht. Ich habe einfach gedacht, nee, es ist doch scheiße, macht doch das Spiel kaputt. Harmlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The goblin going with his clocks, tick-tock. I'll take it away from you, I'll take it away from you. Brilliant way to get more. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten. Ja, das ist bitter. Überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. How many hours I've tried to do for a battleground? I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem einsamen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier zusammen. Okay, Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte Nostalgie. Nein, das habe ich auch natürlich mitgekriegt als ehemaliger Overwatch-Fan, aber nee. Das war auch nicht geil. War nicht geil, es war scheiße, es war richtig scheiße. Blizzard zum Leben erwecken. Gentlemen! Nun ist die Hoffnung wieder unter! Alles fing an mit... Genau, Overwatch 2. Nennen wir es einfach mal 2. Der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der BlizzCon 2019. Und oh mein Gott, ja. Jeff Kessler Jeff! Ist dabei. But I really need to see what Overwatch has to offer, don't you? Overwatch 2. It begins. Genji! Los, Tracer, sag deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Die Kavallerie ist da! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff, we fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. Ton of PvE-Content. We will have a complete story experience. Oh. Ach, das haben die gestrichen, ne? Das wurde einfach gestrichen am Ende. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Bruder, was zur Hölle? Trailer. Neue, epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun. It is gonna be so awesome. Release Date Reveal Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner Pizza Laden. What? Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. Redefine what a sequel means. Und dann erschien das lang ersehnte Overwatch. Ja, Redefined, was eine Fortsetzung bedeutet. Es ist keine Fortsetzung. Aber wenigstens kann man als Overwatch 1 Spieler einfach Overwatch 2 spielen. Oder habe ich das. Nee, ist es so? Ich glaube doch. Das wurde einfach irgendwie umgemerged irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau. Zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. Denn die nächsten Tage nach dem Release waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Are you fucking kidding me? 50.000 now! There you go. You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We trying to play. Please fix it. It's off Snoop Dogg. Junge, das ist... Ey, Snoop Dogg ist so random einfach. This one. I was kicked out of Q Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. What?
Nein, Alter. Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Dieser Diss da und das ist gut. Watch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Ach, das war in Overwatch 2, was er am Anfang gezeigt hatte, vor so 3 Stunden ungefähr. Dieses schwarze Loch, was alles verschlingt. Monsieur, does this mean Overwatch is back? No. Warum bin ich in der Bahn? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. I can't get out! What the fuck? Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice. Das ist aber, achso, ich wollte gerade sagen, das mit den Augen ist so ein 1. April-Ding, ne? Dass am 1. April immer die Wackelaugen haben, so. Genji. Bastion kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? Ah. What the fuck? I hate this game! Was zur Hölle? Aber man muss aber auch sagen, wenn ein Spieler von Overwatch sagt, ich hasse dieses Spiel, das hat nichts zu heißen, okay? Das war in Overwatch 1 auch schon so und das ist auch richtig so. Man muss dieses Spiel einfach hassen, um es wirklich zu spielen. Man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Was? Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Bullets. What a great fucking game. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch. Gibt's für Overwatch auch Skill-Based Matchmaking? Ja. Ja. Das hat mich auch so abgefuckt. Ich hasse Skill-Based Matchmaking, was ja irgendwie auch logisch ist. Aber das hat mich an Overwatch am meisten eigentlich abgefuckt, dass du, egal wie gut du warst, egal wie rein du gegrindet hast, so, also der Erfolg der Runde hing ja nicht nur von deinem eigenen Skill ab, sondern immer von deinen Teammates auch. Du kannst alleine ja nichts reißen. Also selbst wenn du richtig gut bist und viel besser als deine Teammates, wirst du ja wahrscheinlich nicht das Game gewinnen, so das Match gewinnen. Und deswegen immer wenn du 2-3 Mal am Stück gewonnen hast, wusstest du automatisch schon, das nächste Match werde ich wieder verlieren. Es ist einfach so. Und das nervt halt einfach. Du kannst nie eine richtige Winstreak haben, weil du einfach irgendwann so beschissene Teammates bekommst, dass es einfach nicht geht. Also wirklich jetzt mal. Das ist halt scheiße irgendwie. Es macht irgendwie auf Dauer einfach den Spielspaß kaputt, wenn du einfach weißt, du musst regelmäßig verlieren. So, du kriegst einfach so scheiß Teammates oder die Gegner sind so viel besser, anders gesagt, dass du nur verlieren kannst. Und das nervt halt einfach. Ich will auch mal Spiele spielen können, tatsächlich, wo ich nur gewinne, wenn ich mir Mühe gebe. Aber geht halt einfach nicht. Requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug. Das war aber kein Bug. Dass der Winston so weggeflogen ist, muss kein Bug sein. Bei dem alle Overwatch-Charaktere eine. Nicht nur bei dem Game ist es so. Ich weiß, das ist einfach das Prinzip von Skill-Based Matchmaking, aber ich find's halt scheiße. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Das indische Musik. Nur noch 35 GB anhören, dann hab ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Ah, warte, ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scam. A scam. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Oh. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich $12,000 ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Dieser Torbjörn-Skin. Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Ja. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 Alter. Years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login-Daten. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Warum Digga, das kannst du keinem erzählen. Gestern nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben. Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal.
Nee, Moment. Was ist denn den meisten? Ah, quasi, dass da, dass der Preis so gelogen wurde, ne? Von wegen, yo, es kostet 2,6. Das ist derselbe Preis wie gestern, ne? Es hat noch 3,7 gekostet, jetzt kostet es 2,6. Ja, okay, das ist, ja. Das ist Beschiss. Nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben. Das ist in den meisten Ländern. Wie nennt man das? Die Preisangabenverordnung. Zusätzlich die Preisangabenpflicht bei Preisermäßigung für Waren. In den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You can buy this weapon charm in the form of a keychain for $5, while it costs $7 in was? Game. Nun. Ich liebe dieses hier mit diesem Reh. Junge, als ob das in Real Life auch günstiger ist. Versteht mich nicht falsch. Das kannst du keinem erzählen. Natürlich auch ein paar gute Sachen dazu. Und das Spiel kann auch Spaß machen. Aber für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten! Aber hey, kein Moneten! Es gibt ja noch die Kampagne. Groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds. Ja, die Kampagne, die Offline-Kampagne, genau. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen. Skilltrees, ja, genau. Die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. Ach ja, stimmt, ja, wird gecancelt. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Vor allem, die haben doch schon so viel Trailer dazu gezeigt. Kann man das wenigstens nicht so... Da macht halt keine 100 Missionen, da macht halt 30, maybe? I don't know. Aber wie kannst du es denn ganz streichen? Was ist das für eine Scheiße, bitte? Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2-Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't play this game anymore. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. You can see that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do. Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Chat. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard? Ja, das hat Blizzard gemacht, Alter. 4 Jahren Entwicklung, dann bitte schön gemacht. Copy, paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have computers to make new stuff for Overwatch? Also, es gibt nach 4 Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps. Wobei statt 6 vs 6 ist jetzt nur noch 5 vs 5, aber das an sich nicht so schlecht. Charaktere, ein paar generelle Früher war es immer 6 gegen 6 Spieler. Änderung, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Oh, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich auch so, Digga, das kann nicht euer Ernst sein. Overwatch 2 takes place 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Ach, Overwatch 2 ist grundsätzlich umsonst. Ich dachte nur, die Overwatch 1-Käufer quasi können in Overwatch 2 so, aber okay. No game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Metakritik 10 von 10. Der ganze Hype, die ganzen Vorbestellerpakete, all das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Ja, weil Steam größer ist als Blizzard, also als das Blizzard, wer ist denn der Blizzard-Launcher? Oder generell einfach, weil
weil warum nicht, ne? Of the Welcome to Steam Blizzard. Here are all. Ich kann mich so gut daran erinnern, als du auf der Gamescom versucht hast, Jules anzurufen und er nicht ranging. Ja, das war, weil er da irgendwas Schlechtes gegessen hat und spontan nach Hause musste. Aber wir haben es am Tag danach ja gesehen. Als auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf Alter. Ganz Steam. Vor allem, so, seht mir, wie viele Bewertungen. Das ist ja nicht mal, dass man... Pass auf. Zum schlecht bewertet. 0,93, ne, also 9% Wertung. Und das hat einfach so, so viel mehr Bewertung als die anderen Games. So viel mehr. Und das nach ein paar Tagen. Zum Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch burn... Work harder than the people who make Overwatch. Da ist halt was dran. Please add sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating ditch. Okay. Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, it's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. Ah! No. Reveal of the century! I don't know which Blizzard treats worse as players or its female employees. That is hot. Yo. Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Junge, was hat... Fuck, wie heißt der nochmal? Johnny Sins, Alter. Johnny Sins ist auch so eine Legende. Dass der jetzt immer noch so durchzieht und immer noch so Memes macht zu allem Möglichen. Das, Johnny Sins ist großartig. Porn. Wer ist... Du kennst Johnny Sins nicht? Ikan, war das jetzt ernst gemeint, oder? What? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston. Urkel. Downloaded the game. Woher kennt man den? Ikan, das ist jetzt ernst gemeint oder nicht? Ja, ich glaube, du meinst es nicht ernst. Write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Player-Account und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Farrah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy... Ach, na dann ist das Spiel natürlich wieder gut. ...kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around just in case they get into a new controversy? Ich habe ihn legit in einem Video über dich benutzt. Okay, ja gut. Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around? Aber ist es nicht eher kontraproduktiv für Blizzard, für Frauen freizügige Skins zu veröffentlichen? Just in case they get into a new controversy. Da stand bisexuell. Ja, was habe ich denn gesagt? Habe ich irgendwas anderes gesagt? Is that how you're gonna respond by making Winston gay? Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasanten Junge, wie wild. Ansteigende wie wild. Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über. Jules hat schwul gesagt. Ja, okay, aber ja, Jules hat schwul gesagt, okay, meinetwegen, aber ja, komm, es ergibt ja auch keinen Sinn, dass sie vorher, ich glaube, es ergibt keinen Sinn, dass sie vorher hetero gewesen sein sollten, weil die haben ja in der Lore, haben die ja teilweise Beziehungen und so einen Scheiß, aber dann ist quasi nur noch das andere Geschlecht dazugekommen, deswegen sind sie dann bi, aber halt auch, ach, keine Ahnung, bi ist scheißegal, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst doch, was ich meine, okay? Overwatch-Spieler. Team Fortress-Fanbase, so geil, Digga, ich weiß nicht mal, was für ein Spieleprinzip Team Fortress hat, gar nichts, wirklich. Das ist immer noch extrem beliebtes Spiel, sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ja. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es natürlich dann ja, okay, wow. Das generische, es tut uns so... Digga, ich schwöre, bei Blizzard haben die inzwischen einfach Leute angestellt, die nur dafür verantwortlich sind, Entschuldigungen zu schreiben. Okay, Leute, Statement, okay? Die haben einfach Leute, um nur das zu machen, wirklich. Leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen, Statement. Wow, that's a lot of words. Unfortunately. Too bad I'm not reading them. Oder so. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu.
Danke, Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. With the singular goal of ensuring we let you down. Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Ah, genau. Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. If there's one thing I love, it's Vanille, Schoko, Vanille. Die Pau. Was zum Fick? Oder ist eine Kuh? Eine Vierfe. Wie random kam das denn bitte? Sprechende Ankündigung auf der BlizzCon. What? Wow. Diablo! Oh. Yeah. Komm, das könnt ihr nicht auch noch verscheißen, oder? Dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Watch out behind you. Ah, it's me! Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, like the Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Ah, der Battle Pass. Shop, shop, the shop, you shop, and the shop. The shop by the Battle Pass. Shop is trying to show you things that you want to buy. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh, a Battle Pass, nice, nice, because no game can go without making a Battle Pass now. Es kam Wochen nach dem Release ein fett Delay am Handy, aber Megan Fox schon Smash. Megan Fox ist auch wieder so ein, ich würde die nicht erkennen. Ich habe nicht erkannt, dass das Megan Fox ist. Ich erkenne keine, ja, generell Stars einfach. So, ich habe so von diesem popkulturellen, welche Promis man kennen sollte, ich bin da so raus einfach. Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten. Aber ja, die sahen nicht schlecht aus, das ich gerne auch sage. Betitelt wird. Number one, everything is worse. Number two, everything is harder. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited. Reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte, Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel... Junge, du sagst das nicht. Nur ich darf gut aussehen. Achso, und du darfst aber auch sagen, dass sie Smash ist. Okay, ich habe nur gesagt, dass sie gut aussieht. Beziehungsweise aufreizend aussieht. Okay, alles klar hier. Aber Smash. Geholt hatten Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich ab. Oh, 666 Millionen. Zufall. Cashen konnte. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in 538 Spieler. Rekordzeit. Business is good. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 Ah, sehr gut. wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. Das habe ich auch noch interessiert, ob da wirklich was passiert ist, weil es war ja das Ziel quasi von vielen Fans, dadurch, dass das May irgendwie pro Hongkong sein sollte. Ihr wisst, vor einer halben Stunde oder sowas haben wir darüber gesprochen. Habe ich mich gefragt, so, als ob die wirklich damit was bewegen können quasi. Das wäre schon... Aber anscheinend ja. Hey, WoW-Player over in China, you just got fucked, man. Ouch. That's not a joke. Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard... Okay, ging aber um die Vertragsverlängerung, okay, alles klar. ...zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so... Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine... Gibt's VPNs? Gibt es VPNs in China? So? Nur so eine Idee. Been losing your account that you spent 10 years on. That's horrible. Und das, wenn selbst Tencent sagt so, ne? Die denen anscheinend schon echt viel Kohle zugesteckt haben, wenn selbst die schon sagen, yo, was die fordern, was Blizzard fordert, ist dreist und wirtschaftlich unlogisch. Wow, starker CEO wirklich. Aber das ist halt krass, es läuft halt trotzdem. Es geht halt weiter so, es wird sich auch nicht ändern, weil, ne, wenn es weiterhin gut läuft, so, wenn das Unternehmen so viel Kohle einbringt, dann wird sich halt nichts ändern einfach. Und das ist sehr schade, wirklich. That's horrible. Schon mal was von einer Great Firewall gehört? Die Chinesen rasten richtig aus. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ah, okay. Das ist echt...
das echt und hart, so Alter. Sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in... Ja, aber da kann ja Blizzard tatsächlich nichts für. Wobei, doch, auch. Aber das ist ja eher noch viel, viel abgefuckter von Tencent. Wer hat das jetzt genau veranlasst? Also was genau in China hat das veranlasst? War einfach die Regierung selbst oder keine Ahnung? Es liegt jetzt nicht an Blizzard per se. Asien. Außer halt, dass die wieder zu blöd waren und noch dreister waren als sowieso schon. Auf irgendeine Weise. Der Huawei-Sound dabei. War das Huawei? Weil Gamer. Ich glaube ja, ne? In Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Barbie Kotick, deine Mutter ist tat. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Jo. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so... Das Spiel kann halt nichts dafür. Ja, eben. Ja, ich wollte sagen, das Spiel am allerwenigsten, Blizzard vielleicht ein bisschen mehr, aber in erster Linie halt... keine Ahnung, Tencent oder wie gesagt die chinesische Regierung. Sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut eine... Was war der Geist? Nicht Moment. Nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde... Was ist das für ein Geist? Kennt man den? Ich hatte da jetzt auch ein Meme drin versteckt oder sowas. Sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Now I understand. Alter. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Nein. Nein. Jules, bitte mach in 3 Jahren nochmal ein Video dazu, okay? Was es alles Neues gibt. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun... Overwatch Director Damn. Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm oh, what? Gonna translocate the fuck out of this company. J. Allen Brick verlässt Blizzard. AKA, you're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart. Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. Stimmt, das war ja auch noch. Das war ja auch noch. Microsoft Blizzard Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Digga. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahl. Ah, vor allem ich habe das Gefühl, das juckt die überhaupt nicht, ne? Das ist halt echt scheiße so. Dass ihm das komplett egal ist, dass er so viele Hater hat und... Keine Ahnung, dass er wirklich dieses ganze Unternehmen kaputt gemacht hat, Videospielreihen kaputt gemacht hat, so viel Hoffnung zerstört hat. Das ist ihm einfach egal, glaube ich. Wir sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Aua. Spiele für ihren Content. Die Overwatch League. Warum man doch schon wieder Füße? Wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. So
Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy. Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. I read on the internet that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. Oder halt, wie gesagt, dieses andere Team, was da gerade gegründet wird. Nee, es war nur die ganze Zeit Füße irgendwo zu sehen. Das war jetzt schon das vierte oder fünfte Mal in dem Video, dass irgendwo große Füße zu sehen war. Nintendo macht auch gerade auf Nostalgie. Nintendo macht aber immer auf Nostalgie. The message is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. It's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our... Nein, es wird nie wieder, wie es einmal war. Aber das ist doch nirgendwo so. Also nie ist irgendwas so, wie es früher war. So, es liegt einfach daran, dass jetzt halt diese Spiele nicht mehr entwickelt werden. So, selbst wenn das nächste Diablo mega krass wird, werden trotzdem Leute sagen, es ist nicht wie früher. Ist es ja auch faktisch nicht, aber ist doch okay. Keine Ahnung. WoW war so eine kranke Zeit, dass das losging. Ja, okay, so einen Riesenhype nochmal zu erschaffen, ist sowieso nochmal eine andere Sache. Egal, ob das jetzt Blizzard ist oder eben dieses andere neue Team von Entwicklern, was da gerade gegründet wird oder wurde. Aber trotzdem, ich weiß nicht. And what made us successful then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Pain. 0,3 ist schon heavy. Das ist schon echt heavy. Damn. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und Alter, Jules, break mal die fourth wall anscheinend, okay? Ladet euch Warthunder runter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Krank, Alter. Damn, Junge. Also, ich sitze hier seit genau 2,5 Stunden und hab mir den Scheiß jetzt reingezogen. Junge, geisteskrank. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, Digga, also, allein sowas in 2 Monaten auf die Beine zu stellen, ist schon krank. Und dann ist es ja auch nicht mal das erste Mal, dass er sowas macht. Beziehungsweise, das ist natürlich mit Abstand längste Video bisher. Aber, also, boah, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt, sowas konsistent rauszuhauen, ist schon echt gestört. Das ist schon richtig, richtig gestört. 1,6 Millionen Aufrufe, komplett verdient. Auch diese ganzen, ja... Hey. Die kleinen Taschengelder, die man hier dazu bekommt, auch echt nett auf wie. Digga, das hört ja überhaupt nicht auf. Digga, das hört ja nicht auf. Das hört ja nicht mal auf. Bruder, was zur Hölle? Das ist geisteskrank. Ja, bedrückendes Thema. Also zum Teil auf jeden Fall, sehr ernst. Aber ja, das ist. Jules macht krank gute Arbeit. Das ist Mad Respect dafür.